Wartezeit. Heute mal wieder mit ein bisschen was aus der Haustechnik-Ecke. Und ja, eigentlich nichts Kompliziertes, aber eventuell etwas, wo doch mehr dahinter ist, als man so im ersten Moment meint. Ja, das Ding, was ich aktuell vor der Nase habe, ist das hier. Ja, viel kann man nicht erkennen. Auch wenn ich es hier drehen würde, da ist nicht viel zu sehen. Also es ist halt irgendwie ein schwarzer Kasten mit ein bisschen ja, Metall in der Mitte. Das Metallmeter hat aber überhaupt nichts zu sagen, denn ja, das hier, das ist ein Türgong. Und das können wir auch dann eher sehen, wenn ich mal hier ein bisschen an der Seite wackel und aufmache. Und da sehen wir schon im Inneren. Und ja, fangen wir erstmal an. Was ist überhaupt ein Türgong? Naja, heutzutage, da hat man ja meistens irgendwelche elektronischen Türdinger. Das heißt, wenn man draußen drückt, springt innen die Elektronik an und macht irgendwie Krach. Ja, bevor es so viel Elektronik günstig gab, war das natürlich noch anders. Ganz früher hatte man eher eine Türklingel, das sind diese Dinger hier. Das heißt also, ja, wirklich eine Klingel mit dann so einem kleinen Hämmerchen, was automatisch da drauf haut. Das hier, das ist sozusagen der große Bruder davon, ist auch komplett mechanisch, das heißt also keine ICs drin oder ähnliches. Hat aber, man kann es eventuell hier schon erkennen, zwei Metallplatten an der Seite, die dann hier auf Gummi gelagert sind. Das heißt, die können schwingen. Und eventuell kennt ihr diesen Aufbau mit Platten, die schwingen können von Musikinstrumenten, zum Beispiel von einem Xylophon oder Lira oder sowas. Und naja, im Prinzip, wenn man hier dagegen haut, ja, man hört es eventuell. Ich bin jetzt nicht der beste Klopfer hier und habe nichts zum Schlagen. Holen wir mal hier die Pinzette. Wir sehen, da können zwei Töne rauskommen, unterschiedlich hoch. Der längere ist tiefer, der hier ist kürzer, entsprechend der Ton höher. Diese Gong-Dinger, die gibt es in verschiedenen Varianten. Und zwar gibt es die ganz einfache und die etwas komplexere. Das hier ist die etwas komplexere. Aber fangen wir mal mit der einfachen an. Die einfachste Methode, das war, man hatte irgendeine Spannungsquelle, meistens ein Trafo. Der ging draußen zum Klingelknopf und ja, wenn der gedrückt wurde, wurde innen drin ein entsprechender Klingel oder Gong betätigt. Wie können wir das Ding jetzt betätigen? Na, wir sehen hier in der Mitte schon diesen Kasten, da ist eine Spule drin. Also im Prinzip so ein Solenoid, auf Deutsch Zylinderspule. Das heißt, wir haben hier eine Spule drin und in der Mitte sehen wir hier ein Metallding. Und na, was passiert, wenn wir Strom auf die Spule geben? Magnetfeld baut sich auf, der Metallding hier wird gezogen und entsprechend haut er hier hinten, hier kann man es eventuell sehen, gegen die hintere Platte. So, und dann? Naja, nix. Solange wir das halten, den Strom anlassen, bleibt das Ding hier hinten. Und wenn wir den Strom ausschalten, na, normalerweise würde er trotzdem hinten bleiben. Wir sehen aber, hier geht es nach vorne. Hat einen einfachen Grund, hier ist noch eine Feder dazwischen. Das heißt, der zieht den immer zurück. Heißt für uns jetzt, wenn das Ding angeht, dann haut er hinten gegen, macht den hellen Ton. Und wenn es ausgeht, dann schnellt er zurück, schnellt ein bisschen drüber und macht den dunklen Ton. Das können wir hier auch einmal testen. Das ist jetzt die einfache Variante. Das heißt also, wir haben hier unsere beiden Anschlüsse. Hier ist jetzt Strom drauf. So, wenn ich jetzt anfange, den Knopf zu drücken, dann haut er hier hinten gegen. Es fließt eine Menge Strom. Wenn ich loslasse, geht der dunkle. So können wir klingeln lassen. Aber ich habe ja schon gesagt, das Ding hier ist etwas komplizierter. Nur eins, naja, ihr habt es eventuell schon gesehen, hier ist eine Menge Hohlraum drin und hier unten kann man eventuell auch so Batterien erkennen. Das Ding hier kann gleichzeitig statt mit einem Trafo auch mit Batterien betrieben werden. Das heißt, dann hat man hier Batterien reingemacht, die kommen hier entsprechend überall dran und entsprechend hat man hier seine Spannungsversorgung. Das Ding hier hat aber noch einen zweiten Trick auf Lager, denn ihr habt ja gerade gesehen, es ist ja ungünstig, wenn einer gedrückt hält, passiert nichts. Geht halt der helle Ton an und das bleibt dann so. Der hier kann aber noch ein bisschen was anderes. Aber, kleines Problem, das Ganze funktioniert nur, wenn das Ding richtig an der Wand hängt. Das heißt, ich nehme den jetzt mal und halte den hier hochkant, sodass das funktionieren kann. Und wenn ich jetzt nicht an die beiden Spulenanschlüsse gehe, sondern an den, wo es eigentlich hingehört. Und ich hole mir gerade noch ein bisschen Kabel dazu, weil das alles festzuhalten ist ein bisschen nervig. So, ein Kabel für den Minuspol. Da muss ich den hier nicht gleichzeitig festhalten. Gerade nochmal testen. Klappt noch alles?
Jo. Und wie gesagt, wenn ich den jetzt hochhalte und den anderen benutze, dann klingt das Ganze hier so. Es geht also die ganze Zeit hin und her. Und das ohne 555. Wie funktioniert das denn? Naja, der Trick, den seht ihr hier unten. Und der ist auf der einen Seite genial und auf der anderen Seite etwas, was man heute definitiv nicht mehr so machen würde. Gehen wir erstmal durch. Wie funktioniert denn jetzt die Schaltung überhaupt? Na, wir haben den Minuspol hier oben dran, dann geht es über die Spule, geht dann hier einmal hier drüber zu dem, von dem zu diesem Glasröhrchen und wieder zurück. Und hier hatte ich meinen Pluspol dran gehalten. Also, okay. Wir haben offensichtlich jetzt hier drin irgendetwas, was an- und ausschaltet. Und erinnert ihr euch daran, dass ich gesagt hatte, naja, das Ganze funktioniert nur, wenn man es hochhält? Das hat einen einfachen Grund, denn das hier, da ist, wenn man es eventuell so ein bisschen erahnen kann, eine Flüssigkeit drin. Ich denke, hier kann man es jetzt ein bisschen besser sehen. Wenn ich das so ein bisschen bewege, dann bewegt sich da drin auch diese Flüssigkeit. Und diese Flüssigkeit, die wir sehen, hat eine ganz tolle Sache. Die leitet nämlich Strom. Und naja, die beiden Kabel, die gehen hier einfach durchs Metallröhrchen und sind hier zwei kleine Metallpins. Eventuell kann man es so ein bisschen sehen. Ist leider alles hier ein bisschen schwierig zu erkennen, aber ich denke, hier kann man es erahnen. Da unten sind unsere kleinen Pins. Und wir haben ja diesen Arm hier oben dran. Das heißt, wenn der hier reinzieht, kippt dieses Röhrchen. Und wir sehen eventuell da unten das Wasser. Oder diese, ja, Wasser ist es natürlich nicht, diese Flüssigkeit, geht von den Kontakten weg. Und in die andere Richtung, wenn er wieder durch die Feder zurückgedrückt wird, geht es wieder hin. Das heißt also, wir haben hier einen kompletten Hardware-Oszillator, also etwas, was die ganze Zeit an- und ausgeht, ohne irgendwas an Elektronik zu haben. Das heißt also, wenn wir Strom draufgeben, ist das Ding ja hier im Ruhezustand durch die Feder. Der Strom kann hier durchfließen, die Spule wird magnetisch, das Ding zieht nach hinten. Während dem Ziehen kippt das aber, hier unten wird der Kontakt abgebrochen. Das heißt, die Spule bekommt keinen Strom mehr und das Ganze geht wieder zurück. Und deswegen hatten wir eben diesen Ton, dass wir ständig hell und dunkel hintereinander hatten. So, der eine oder andere weiß jetzt schon, was kommt. Nämlich ja, die übliche Warntriade. Warum das zwar eigentlich genial ist, aber ein Problem ist. Denn die Flüssigkeit, die hier drin ist, naja, das ist flüssiges Metall. Und da gibt es nicht allzu viele. Insbesondere nicht, wenn man aufs Alter guckt. Ihr könnt euch ja schon denken, dass das Ding ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Wenn wir hier mal im Deckel gucken, da steht etwas von Gong 82. Ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus dann auch von 1982 ist. Das hier, was wir hier drin haben, ist nämlich Quecksilber. Quecksilber ist auf der einen Seite ein sehr interessantes Zeugs, weil man hat Metall, was flüssig ist. Und damit kann man halt solche Sachen hier machen. Und naja, dieser Schalter hat eine Menge Vorteile. Denn ihr könnt euch vorstellen, so eine Spule, die hat ein bisschen Dampf. Also wenn ich da mal nochmal Strom drauf gebe, lasst mal gerade gucken. Die zieht bei 6 Volt 1,4 Ampere. Also ist schon ein bisschen was. Und das muss ja auch hier unten dann geschaltet werden. Aber wir haben ja keine Kontaktfläche in dem Sinne, die irgendwie kaputt gehen könnte, sondern wir haben einfach nur dieses Quecksilber. Das heißt also, wir haben nicht wie bei einem normalen Schalter diese eine Stelle, wo die ganze Zeit der Kontakt hin und weg geht, sondern wir haben eine Flüssigkeit, wo jedes Mal ein anderer Teil von der Flüssigkeit drankommt. Das heißt, hier so ein Quecksilberschalter, der nutzt sich quasi nicht ab. Das Ding hält mehr oder weniger ewig. Zumindest, wenn man keinen Unfug mittreibt. Das Problem ist, wenn damit Unfug getrieben wird, hat man ein ziemliches Problem, denn Quecksilber hat noch eine unschöne Eigenschaft. Und dafür müssen wir erstmal hingehen und verstehen, was, wie, wo, was. Naja, Quecksilber ist, wie wir hier sehen können, bei Raumtemperatur flüssig. Das heißt, die Temperatur ist hoch genug, dass wir nicht mehr fest sind. Wir kennen es ja von Wasser, unter 0 Grad haben wir Eis, ist fest, über 0 Grad haben wir Wasser, ist dann flüssig. Muss nicht bei allen Materialien so sein. Lötzinn zum Beispiel ist bei Raumtemperatur fest und erst so ab, keine Ahnung, 150, 200 Grad beginnt es dann flüssig zu werden. Dieser Punkt, wann das flüssig wird, wie gesagt, bei Wasser 0 Grad, ist hier bei dem bei ungefähr minus 40 Grad. Das heißt, alles über minus 40 Grad ist das hier flüssig. Ist natürlich gut für uns, können wir das Ding auch bei Frost betreiben, oder? Naja, das Problem ist an einer anderen Stelle. Und zwar gibt es da ja noch einen Zustand drüber, nämlich ja, gasförmig.
Und prinzipiell sollte man jetzt denken, ja okay, gut, gasförmig. Bei Wasser ist es ja so, unter 100 Grad ist es flüssig, über 100 Grad ist es gasförmig. Und wenn wir so in die Listen gucken, Quecksilber, gasförmig, da wird das erst so ab 350 Grad Celsius. Also sind wir doch safe, oder? Naja, fast. Denn ihr kennt es von Wasser ja auch, wenn ihr Wasser irgendwie in einer Schale hinstellt, das verdunstet mit der Zeit. Und Ähnliches kann mit Quecksilber passieren. Das heißt, es kann Quecksilberdämpfe entstehen. Und jetzt haben wir ein Problem. Denn was in der Luft ist, atmen wir auch üblicherweise ein. Das heißt, Flüssigkeit ist schon ein Problem, weil kann man im Prinzip irgendwie über Hände oder sonst was in den Körper bekommen, wenn man sich da irgendwie an Schleimhäute packt oder gar in den Mund steckt oder sowas. Bei Gasförmigkeit kann man es auch durch gründliche Hygiene nicht mehr verhindern. Und dann haben wir ein Problem, weil Quecksilber ist halt ein Schwermetall und Schwermetalle möchte man nicht im Körper haben. Das kann zu Quecksilbervergiftungen führen. Davon merkt man erstmal nicht viel. Man kriegt Kopfschmerzen, ein bisschen Übelkeit, vielleicht Schwindel oder sowas. Aber das Problem ist, dass so ab 150 bis 300 Milligramm, sagt man, Langzeitschäden an den Organen entstehen können und die können im Zweifelsfall halt auch bis zum Tod führen. Und das ist auch der Grund, warum es so viele Sicherheitshinweise gibt, was man alles in der Wohnung tun soll, wenn etwas mit Quecksilber kaputt geht. Hauptsächlich sind das natürlich alte Fieberthermometer, alte Thermometer insgesamt, aber auch so Sachen wie Energiesparlampen oder Beamerlampen, alte, die haben häufig Quecksilber drin und wenn sowas kaputt geht, sollte man halt irgendwie möglichst den Raum schnell verlassen, gucken, dass man irgendwie lüftet und großflächig den ganzen Kram dann entsorgt. Das heißt also, wenn es irgendwie auf den Teppich gelaufen ist, Teppich einpacken, gut verzurren und Sondermüll bitte. Und dieses hohe Risiko ist dann auch entsprechend der Grund, warum man Quecksilber heute nicht mehr benutzt. Einerseits, weil es gute Alternativen gibt. Zu Energiesparlampen gibt es halt heute LEDs, die sehr viel besser sind in vielen Punkten. Bei Klingeln haben wir ja schon gesehen, elektronische Klingeln kosten inzwischen nichts mehr. In den 80ern waren die Preise da noch etwas höher, selbst als das, was wir heute in der Bauteilkrise noch zahlen. Es gibt noch ein paar kleine Ausnahmefälle, aber generell kann man sagen, heute, was ihr kauft, zumindest was ihr im europäischen Handel kauft, hat kein Quecksilber mehr drin. Gut, das ist das Geheimnis hier hinter. Ihr habt jetzt gesehen, wie das Ding funktioniert. Und ich habe auch was gelernt, denn die Schrauben, mit denen das Ganze hier festgeschraubt ist, sehen zwar nach Metall aus, sind auch Metall, aber die leiten keinen Strom. Und das war das Problem, wieso die Klingel bei mir nicht mehr funktioniert hatte. Die hatte ich nämlich mal kurz abgemacht, weil hier immer noch ein bisschen Wasserschadenarbeiten sind. Gut, ich dübel das Ding dann jetzt mal wieder an die Wand, literally, denn wird halt in die Wand festgeschraubt. Und prinzipiell bin ich zwar jemand, der gerne Dinge mit Quecksilber aus der Wohnung verbannt, aber hier macht es keinen wirklichen Sinn, weil das Ding ist hermetisch verschlossen. In dieser Klingel, wenn sie vernünftig an der Wand ist, besteht eigentlich kein Risiko, dass das Ding irgendwie platzen kann. Die einzigen Möglichkeiten wären wirklich, wenn das Ding physikalisch von der Wand runterfällt und das ist halt mit festgeschraubt eher schwierig. Oder eventuell, wenn wir eine massive Überlast über die Stromversorgung, die externe hier drauf bekommen. Das könnte ich noch nicht mal ausschließen, aber ich habe die Befürchtung, da gehen die dünnen Drähtchen kaputt, bevor dann wirklich hier dieses Glaskännchen da reißt. Und mal davon abgesehen, wir haben das Jahr gesehen, Anfang 80er, das hängt schon ein paar Jährchen an der Wand. Also es sieht eigentlich so aus, als ob es relativ haltbar ist. Gut, ich gehe mal montieren und hoffe, dass die Klingel dann auch zukünftig wieder das tut, was sie soll.